diesem Video wird meine Freundin Leni das beste Foodcraft aller Zeiten bauen. Aber ich werde dafür nur die schönsten Spieler auswählen. Na gut, da werde ich sicher dabei sein, oder? Seit wann bist du ein Fußballspieler? Hello darkness, my old friend. Aber gut, here we go, Leni. Welche Formation ist denn für dich am schönsten? Natürlich die breite Formation. Die breite Formation. Oh, das ist ja klar. Jetzt geht's rein in die erste Auswahl. Ja, also mein Favorit ist Irene Paredes, aber weil es die einzige Frau ist. Definitiv Nummer 3. Definitiv Nummer 3, Lars Der Ricken. Der sieht eigentlich ganz hübsch aus. Und weißt du, auf was sich Ricken reimt? Chicken. Genau, Fabian. Alles gut, wir gehen zum Stürmer. Okay, ich glaube, ich weiß, wen du nehmen musst. Nee, das ist gar nicht so einfach, weil ich finde Nummer 1, 2 und 3 gar nicht schlecht. Poirot, Griezmann und Parrot. Also mein Tipp ist eindeutig Griezmann, aber ich lasse dich nicht beeinflussen. Ja, ich nehme Griezmann. Aber es ist eng zwischen 1 und 3, die finde ich nicht schlecht. Ich würde wahrscheinlich Smith nehmen, auch wenn die hier ein ganz, ganz schönes Herz hier zeigen. Ja, wer hat jetzt dich gefragt, Fabi? Ja, hallo, ja. Griezmann, Griezmann im Team. Bisher zwei Special Cards, Leni, das läuft ja bisher super. Und so. Zwei ganz hübsche. Wer gefällt dir jetzt? Jetzt wird es schwierig, glaube ich, hier. Nummer 5. Nummer 5? Ja. Der Mann mit dem Ziegenbart, aber das hat auch Nummer 4, aber da sieht er ein nee, bisschen... Nee, aber Nummer 5 sieht irgendwie gut. Am besten aus. Gut. Und darum geht es ja schließlich. Ich muss die nehmen, die hier am besten aussehen. Die schönsten und natürlich die besten. Oh mein Gott. Wieder schwierige Auswahl. Olise, das ist so, der hat so diesen Modelblick so. Nummer 3, der sieht doch irgendwie... Nummer 3, Moussa Diaby. Niedlich aus. Ja, sieht sympathisch aus. Das sieht süß aus. Okay, rein, Fabi. Defensiver Mittelfeldspieler. Nicht gut, aber ist einer davon schön oder ist einer ein richtiger Baba? Nee, Baba ist ja niemand so richtig. Ja, also ich sehe schon, Leni ist sehr überzeugt von den Spielern hier. Nummer 2. Nummer 2, Höfler. Ja, da wird er sich freuen, der Nikolas. Hallo. Rein ins Team, Junge. Guck mal bei den Innenverteidigern. Oh, Nummer 3. Nummer 3, ja, auch wenn er ein bisschen versetzte Augen hat. Aber guck dir mal Augen Nummer 4 an. Irgendwie sieht der süß aus mit dem Nummer Riesenkopf und den blauen Augen. Nummer 4 hat so einfach dieses straight, dieses, boah. Aber guck dir mal bei dem die Augen an. Die sind ja irgendwie so ein bisschen versetzt. Ja, aber er guckt so ein bisschen. Nee. Eduardo Caresch mal guckt. Also ganz ehrlich, die Augen sind ein bisschen versetzt. No hate, aber ich sag's nur. Ja, okay, aber ich finde den auch nicht schlecht von der Frisur und so. Ja, ja, das sieht ja, ja, jetzt, okay, hast du dich schon festgelegt, aber oh. Okay, ich glaube, ich weiß, wen du hier nehmen wirst. Hernandez, ja, ja, das war mir Gaia klar. Gaia ist auch noch. Ja, verstehe ich. Und by the way, Leni, mit den Stats auch eine richtig geile Kore. Ja, Fabi, und das ist schließlich auch wichtig, denn am Ende des Videos spielen wir mit den schönen Männern noch ein Spiel gemeinsam. Und wenn Leni sagt, mit den schönen Männern, meint sie natürlich die schönen Jungs und mich. Oder? Ja, nee, ich bin mit dir zusammen, weil ich dich hässlich finde. Ach so. Ja, geht mir auch so. Sollten wir verlieren, gibt es natürlich eine Bestrafung. Ja. Aber weißt du, oh. Darf ich dich heute aufhübschen und etwas schminken? Freunde, wir müssen das gewinnen. Zum nächsten Profi. Ich will hier nicht geschminkt werden. Pavard, oder? Ja. Benjamin Pavard. Ja, definitiv. Der sieht auch aus wie ein Franzose irgendwie, das Gesicht. Ja, das ist so, aber das ist so dieser französische Lockenwuckelig so ein bisschen, ja, ganz käseweiß. Nee, auch so dieses edle Gesicht, finde ich. Entschuldigung, Mr. Pavard, der Mann mit dem edlen Gesicht. Und Marcos Llorente als Rechtsverteidiger? Nein. Oh mein Gott. Wir haben nur Tomiyasu oder Tetze. Guck mal, er guckt so bedürftig. Er guckt so, bitte, bitte, aber Leni, nimm mich. Wir gehen hier zum Torhüter. Here we go. Nummer 3. Nummer 3? Oh, ich hätte jetzt ehrlich gesagt auf Lafont mit der Nummer 2 getippt. Nummer 3. Hey, findest du nicht? Der hat doch so einen schönen glänzenden Kopf. Ah, oder Nummer 4 finde ich auch. Cillessen, ja. Nee, aber Nummer 3 ist besser. Nummer 3, da scheint die Sonne so viel rein, etc. Ja, der nächste Deutsche. Also ich sehe da schon in der Mitte, bist du komplett auf dem deutschen Trip unterwegs. Und Leni, wir haben vorne ja noch einen Stürmski offen. Da können wir auch nochmal einen Cristiano ziehen. Okay, ich weiß, wen du nimmst. Nein, ich bin mir gar nicht so sicher. Ich nehme Nummer 5. Nummer 4 oder 5 hätte ich gesagt. Ah, ich hätte jetzt 4 getippt, Vlahovic. Nee, Mr. Aber Käse. Käse weiß nämlich nicht. Du nimmst den Mann, der Immobile. Schon etwas... Immobile. Der ist schon etwas älter. Vlahovic, das wäre dein Jahrgang, 2000. Was? Ja. Der sieht etwas älter aus. Wirklich? Nee, Immobile, der ist schon Mitte 30. Aber gut, der alte Knacker hat es immer noch drauf. Und damit hat das Team schon mal ein 83er Rating und 13 Kimi-Leni. Aber wir gehen noch zur schönen Ersatzbank mit dem Torhüter. Matthäus oder Lunin?
Matthäus? Nummer 1. Okay. Aber ohne Kommentar, ehrlich. Nummer 2. Wo sind die hübschen Boys? Wo sind die hübschen Boys? Die hübschen Boys sind hier. Und King, die ältere Version, oder? Ich nehme Nummer... Nummer 2. Alexander Arnold oder Militao, ja, hätte ich gesagt. Ja, aber bei dem Foto kann ich ihn nicht nehmen. Also diesen Daumennuckler. Ja, vielleicht ist er gerade Papa geworden. Oder er fühlt sich noch wie 14. Das weiß ich nicht. Alexander Arnold. Ja. Batsch. Und ist auch Top-Lehne. Dann haben wir jetzt einen besseren Rechtsverteidiger. Und Tomiyasu, der wandert auf die verdiente Ersatzbank. Was kommt als nächstes? Oh mein Gott. Nummer 2 oder 3. Ja, du hast wieder deinen deutschen Fable für Maxi Mittelstädt. Das sehe ich doch schon mal. Aber oh, der Kollege sieht eigentlich auch ganz... Nummer 3. Aber Nummer drei. Knapp mit Nummer 2. Die finde ich beide. Das ist natürlich wieder der deutsche Mittelstädt. Das ist natürlich klar, Freunde. Jetzt kommen wir vielleicht denn... Oh mein Gott. Okay, den nimmst du nicht. Das weiß ich. Oh, aber die Baller finde ich hübsch. Ja. Die Baller finde ich auch hübsch. Ja. Die Baller finde sogar ich hübsch. Also die Baller... ist einfach hübsch. Findet ihr die Baller auch hübsch? Schreibt es gerne in die Kommentare. Wie alt glaubst du ist die Baller, by the way? Der ist jung, oder? 2003? Ah, der ist jetzt 93. Also der ist jetzt... Was? Der ist 30. Was? Der wird 31 heuer. Und Leni, ich kann dir hier mal ein Foto einblenden vom Polo die Baller 2016. Da war er so 23. Ja. Ja, das sieht aus wie 12. Ja, aber das ist schon ein hübscher Junge. Kann man gar nichts sagen. Haben wir auch jetzt einen hübschen Jungen dabei. Garnacho mit der Top-Frisur. Oder du hast wieder deinen deutschen Fable für Führig. Nee, da gibt... ich nehme Nummer 3. Nummer 3, Garnacho. Wie alt ist der, glaubst du? So alt wie ich. Der ist sogar noch jünger. Der ist 2004. Jetzt war er wenigstens wirklich jünger. Hübsch, hübsch, hübsch. Wer ist es hier? Boah, das ist eine geile Auswahl, Leni. 89er, 86er, 85er. Und ich nehme Dembélé. Dembélé? Ja, muss also man Nummer 5 sieht aus wie ein Bösewicht. Ja, Nummer 5 ist auch schon älter, muss man sagen. Der ist auch schon über 40. Also ist Dembélé? Ja. Gut. Wo sind aber die wirklich Hübschen? Wo sind die Cristianos dieser Welt? Lerma. Ich nehme einfach Nummer 2. Nummer 2? Calabria. Einfach nur weil er... Italienisches Buongiorno. 5 Spieler haben wir jetzt noch, dann auch noch einen Trainer. Und Leni, du wirst sicher nachher auch noch die 3 schönsten Profis deiner Meinung nach ranken. Und ich werde erraten, wen du da rankst. Das Singo, den haben wir nochmal. Oh, Nummer 5. Oh, ich hätte ja... Nee. Oh, Nummer 3 habe ich nicht gesehen, wie die Karte so special war. Ja, okay, Nummer 3. Lamine Yamal? Ja, gut, ist mit seiner Zahnspange ein hübscher Kerl trotzdem. Da kann man nichts sorgen. Rein da, in die nächste Auswahl. Wir hätten ja eine Messi... Ja, ist er. Ja, hier ist er am hübschesten. Auch wenn ich Messi eigentlich nicht so hübsch finde. Ey, Wanda finde ich auch ganz. Ja, Messi, ja gut, der ist schon etwas in die Jahre gekommen, aber es ist jetzt eine geile Karte für uns. Ja, und war hier einfach der hübscheste, definitiv, Freunde. Oder was sagt ihr? Wo sind die Hübschlinge? Oh, ja, das ist Jack schwer. Grealish. Ja, Mr. Marco Arnautovic, den Marco nimmst du nicht. Oh, da ist er aber. Guck mal, der guckt da dich ganz, ganz sauer an. Der ist mir wurscht. Erst, oder? Du hörst noch Geschehen. Ja, okay, ne, ich sag's nicht, aber Jack Grealish geht in die Mannschaft. Ja, natürlich. 2 haben wir noch hier, 2 hübsche Boys. Oh ja, das ist aber eine gute Pellegrini. Ja, das war definitiv. Klar. Das war klar. Wieder italienisches Blut. Ja, du kennst mich einfach. Ja, Italiener und Deutsche. Und ich bin ja Deutsch-Italiener. Nee, Spaß. das wird... Ne, ich weiß es eigentlich, wen du nimmst. Wen glaubst du? Du nimmst sicher Icardi. Nee, ich glaube, ich nehme... Nimm Sanket? Ja. Okay. Ja, Bowie vielleicht? Das ist ja noch eine wilde Frise. Nee, ich finde also diese blonden Strähnchen hier. Gut, dann nehmen wir Sanket. Not giving. Jetzt noch einen hübschen Manager. Trainer Willow, da bin ich gespannt. Ja, da nimmst du sicher den ersten direkt. Sergio Pelica. Ich nehme den, der am jüngsten aussieht und das ist... Den fünften oder den dritten? Ja. Italiener oder Deutscher, ne? Am Ende kommt es wieder darauf an. Das ist klar. Ich nehme den Italiener. Maresca, guck mal, wie er nett lächelt. Ja, sieht am besten aus. Aber ich guck dir mal Nummer 2 an. Nummer 2, denke ich. Stell mal vor, ich hätte den genommen. Bei Nummer 2 hätte ich mir Sorgen gemacht. Bei Nummer 1 hätte ich mir noch mehr Sorgen gemacht. Bei Nummer 4 hätte ich gedacht, du heiratest deinen Informatiklehrer. Und bei Nummer 5 hätte ich sofort eine Steuererklärung von dir gefordert. Aber Nummer 3 ist vollkommen okay für mich. Damit hat mein Team jetzt eine 14er Chemie, 83er Bewertung, insgesamt also 97. Aber ein bisschen verbessern können wir noch. Ja, das wäre gut für dich, denn ansonsten wirst du geschminkt. Ach Mann. Und Fabi, wer glaubst du sind meine 3 Top-Favoriten? Auf Platz 3 meiner Meinung nach Lorenzo Pellegrini. Ja. Das stimmt sogar. Auf der 2 Theo Hernandez. Nee, stimmt nicht. Mein zweiter Tipp wäre sonst Benjamin Pavard auf der 2. Ja. Ah, Mist. Korrekt. Und Nummer 1, Paulo Dybala. Das war so klar. Ah, war nicht schlecht.
Aber meine wirkliche Nummer 1 bist natürlich nur du, Fabi. Das ist süß. Ich bin schon wieder maßlos überfordert. Ist egal. Spiel einfach mal rüber. Einfach mal Pass rüber. Hoppla, wo war denn der hin? Mhm. Guck mal, du laufst jetzt nach vor. Lauf nach vor. Gut gelaufen. Ja, zack. Komm. Schade. Oh, Freunde, jetzt wird's knackig. Gegner ist durch. 1-0. War das kein Abseits? Das war kein Abseits. Mist. Oh, wir holen das noch auf, Leni. Keine Sorge. Und Leni gibt hier wirklich alles. Zeigt sie gerne mal mit dem Support, mit einem Daumen nach oben, Freunde. Ja, zack. Da stand der Gegner schon wieder. Fabi! Ich hab so Angst. Spiel ihn nochmal raus. Jetzt nochmal hier. Oh. Ja, Entschuldigung. Passt schon. Alles gut. Oh. Ja, komm. Schießt. Oh, ja. Leni kommt bei den schönen Spielern ganz schön ins Schwitzen. 0-2. Oh, das wird richtig hart hier. Ja, komm. Guter Pass, Leni. Zack. Ich spiele den nochmal. Kommst du da ran? Schießen! 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 Ja. Tor! Tor! 1-2. Wir sind wieder so. Sogar von mir geschossen. Wir sind sowas von dran hier, Freunde. Boah, guckt euch das mal an. Etwas Ballkick, aber Leni bleibt dran und mit dem Außenriss. Trivela. Wunderschön hier. Und zur Halbzeit, Leni, können wir unseren schönen Super-Joker Dybala noch einwechseln. Und außerdem hätte ich hier gesagt, Dembélé kommt am Flügel rein. Ja. Let's wunderbar, go, Leni, Fabi. Wir packen das noch. Hey, mein Gott, mein Spieler läuft hier nicht hin. Was soll der Mist? Was soll denn der Mist? Mein Spieler läuft auf einmal in die komplett andere Richtung. So eine Kacke, EA, wirklich. Abseits, abseits, abseits. Nee. Jetzt? Kein Abseits, nee. Abseits? Nee. Oh, come on. Ja, jetzt gibt's Elfmeter. Was eine Kacke. Oh nein, du. Ich muss nach links, ich geh nach links. Was willst du machen? Ja, Gegner will den Rage Quit. Denkt der diesen hier, kann mich nicht. Und der Gegner fängt an, mit dem Torwart zu tricksen. Das ist mir natürlich ganz, ganz sympathisch. Guck mal, jetzt spielt er nur noch auf Zeit hinten. Ja, das sind natürlich die schönsten Gegner. Guckt euch das mal an. Das ist herrlich. Super. Da hat man richtig Spaß beim Spielen. Und Fabi, unser Gegner hatte irgendwie nicht mehr so richtig Bock auf uns. Nein, der ist die ganze Zeit nur hinten rumgerannt, hat nur rumgepasst. Das macht natürlich viel Spaß. Seid niemals so wie er, Freunde. Das heißt, wir haben mit dem schönsten Team EU West leider verloren. Und du bekommst jetzt eine Portion Schminke in die Fresse. In die Fresse. Und Freunde, so sieht jetzt mein Kunstwerk aus. Guckt euch diese wunderschönen Lippen und Wänkchen an. Und natürlich auch I love Leni hier oben. Das sieht ja fantastisch aus. Aber das bekommst du im nächsten Video zurück, Leni. Wenn euch dieses Video gefallen hat, wird euch auch das hier gefallen. Hier klicken. Und wir sehen uns gleich dort wieder. Bis gleich.